Ja, liebe Leute, heute zeigen wir euch mal den Hammer A341, einen richtig ordentlichen Abricht- und dicken Hobel. Nicht was für 3,50 Euro, nee, sondern ganz. Eher vielleicht für 4,5. Und ob wir hier mit Hammer schon in der Profiliga sind, das klären wir heute. Willkommen zu den Baufunk 24 Werkzeug-News, Ausgabe 60. Und wir haben euch ja neulich mal den Felder AD741 gezeigt im Vergleich mit einem China-Hobel. 800-Euro-Klasse, Güde, ordentliches Gerät, aber eben doch kein Profi. Und ob wir jetzt hier mit dem Hammer schon in der Profiliga sind, das klären wir mal heute zusammen. Ja, wir haben ja den Hammer als auch den Felder seit einiger Zeit bei uns in der Werkstatt und sie werden gut und gerne genutzt. Das Problem ist nur, das Bessere ist des guten Feind. Bei der Feldergruppe ist es ja so, dass für den Einstieg die Produkte von Hammer gedacht sind. Dann geht es weiter so mit Felder oder Format 4, wobei Format 4 und Felder sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen, je nach Produktgruppe, so ein bisschen das teilen. Wobei Format 4 glaube ich, auch sehr, sehr viele CNC-Bearbeitungszentren hat. Und wo Herr Leser gerade hier CNC nennt, es gibt von Hammer auch relativ aktuell jetzt eine CNC-Fräse. Ne? Genau. Wäre eigentlich auch mal was Schönes. Ich glaube, ja, preislich aber auch wieder so um die 3. Würde ich jetzt auch sagen, 3.000 bis 4.000. Ja, müssten wir eigentlich mal gucken, aber das mache ich auch in der Werkstatt haben. Und in dem Video, wo es um den 800-Euro China-Hobel ging von Güde und die Felder, habe ich euch fälschlicherweise gesagt, dass es im Prinzip zwischen 800 Euro und hier so einer Hammer eigentlich gar nichts dazwischen gibt. Das stimmt nicht, denn es gibt natürlich auch noch von Holzmann und Konsorten Hobel, die ungefähr so hier aussehen wie dieser und die dann so im Bereich zwischen 1500 und 2000 Euro liegen. Aber ich meinte, dass es wirklich zwischen einer Profimaschine und so einem 800-Euro-Hobel nicht viel dazwischen gibt, also im Profibereich. Wir haben hier den A341. Es gibt auch das Standardmodell oder das Grundmodell A331. Das heißt, dann haben wir hier eine Abrichtbreite von um die 30 cm. Genau, genau, richtig. Wir haben auch die Möglichkeit, bei dem Hobel schon eine Spiralmesserwelle zu nehmen als Option. Die Welle alleine kostet aber so um die 1000 Euro, meine ich. Aber haben wir euch letztes Mal schon gezeigt, dass das Ding das wirklich wert ist, wenn du wirklich die Hobel Ergebnisse mal vergleichst, hast dann so eine normale 2-Messer- oder 3-Messer-Welle gegen eine Spiralmesserwelle, mega Unterschied. Ja, das ist ein riesen Qualitätsunterschied, was man auch merkt, einfach an der Werkstückqualität und halt auch gerade an der Qualität für denjenigen, der daran arbeitet. Also das Laufgeräusch ist halt unfassbar. Im Hause Felder heißt das ja auch Silent Power, weil die Dinger einfach sehr leise sind. Ja. Ne? Ich denke, das liegt daran, dass du bei so einer Spiralmesserwelle im Prinzip so ein leicht ziehenden Schnitt hast und wenn du ein normales Messer hast, dann ist ja diese Messerwelle, die schlägt ja komplett auf der kompletten Breite immer in einem auf. Das und stimmt. Das wird diesen Effekt machen, denke ich mal. Wenn ihr das genauer wisst, dann könnt ihr uns das ja mal unter das Video schreiben. Ein weiterer Vorteil bei der Helixwelle ist ja noch, dass du diese HSS-Messer hast und die sind ja quasi vierseitig. Also die haben ja vier Schneiden. Du kannst die im Prinzip viermal benutzen. Du schraubst sie los, dann drehst du die, dann schraubst du sie wieder fest. Ja. Damit hast du erstmal keinen Stress mit irgendwo Hobelmesser irgendwie justieren, einstellen. Das passt dann eigentlich immer. Oder du hast zum Beispiel mal eine Bohle oder irgendwas, wo ein Nagel drin ist. Ja, richtig. An einer Stelle. So, wenn du ein normales Messer hast, dann ist das Messer im Sack. Kannst du wegschmeißen in der Regel. Hier musst du dann nur an dieser Stelle das Messerchen entweder komplett tauschen, wenn es richtig übel ist. Aber in der Regel kannst du das ja nochmal drehen. Ne? Das, was ihr hier gerade seht, wenn wir die Messer wechseln oder drehen, das ist auch so ein Drehmomentschlüssel oder ein Drehmoment-Bithalter, wie auch immer. Und damit kannst du dann auch genau mit 5 Newtonmeter Drehmoment hier anschrauben, anziehen. Den verlinken wir euch gerade nochmal unten in der Beschreibung. Ein Top-Gerät. Ne? Mein erster Eindruck, als wir den Hammer und den Felder hatten. Erstmal wusste ich, dass der Hammer Hobel eigentlich auch so der Traum der ambitionierten Heimwerker ist, weil ich glaube, das ist hier eine Liga, wenn du so irgendwo so um die 3000 Euro anfängst, wo man sagt, okay, da sparst du ein bisschen drauf, aber das ist alles im Rahmen des Möglichen. Gebrauchte Feldermaschinen, gebrauchte Hammermaschinen oder auch andere Fabrikate, das ist sehr werthaltig. Ne? Und im Gegenzug, wenn du mal so einen China-Hobel guckst, gebraucht, da kriegst du zum Beispiel für so einen gebrauchten Güde irgendwie, der 800 Euro kostet, bei eBay vielleicht 300, 400 Euro. Das sind halt riesen Eisenschweine, die halt auch einfach werthaltig sind. Eisenschwein ist auch das Thema, denn was haben wir hier für ein Gewicht? Knapp 300 Kilo. Du merkst auch hier, du hast... Ja, das ist... Ein Gusstisch. Und das hat er uns auch unter das letzte Hobelvideo geschrieben, dass wir so einen leichten Wellenschlag hatten, dass das einfach wahrscheinlich Vibrationen sind, weil die ganze Maschine unruhig wird, die vibriert so ein bisschen und dann fehlt dir die Präzision. Das heißt, wenn du wirklich präzise sein willst, da brauchst du einfach
Masse. Die Gemeinsamkeit zwischen dem Hammer und dem Felder ist schon mal die Hobelwelle. Da haben Sie beide hier die Spiralmesserwelle. Beide Maschinen sind natürlich Drehstrom. Beide haben 4 kW Leistung. Richtig. Bei der Felder kriegst du sogar bis 7 kW. Und dann habe ich mal geguckt, wo sind die Unterschiede. Und die Unterschiede siehst du schon optisch. Beispielsweise die Rollen, die Verfahreinrichtung. Aha. Denn bei beiden Hobeln kriegst du so eine Deichseleinrichtung. Das haben wir auch hier vorne montiert. Das ist funktional, aber wo du denkst, das hätte man noch besser machen können. Der Fehler war, glaube ich, auch darin, dass wir direkt beide Maschinen hatten und direkt beide Lösungswege kennen. Das eine ist hier bei der Hammer so eine Blechkonsole und bei der Felder ist das wiederum ein richtiges Gussteil. Genau. Wenn wir uns zum Beispiel hier mal die Schutzbrücke angucken, da ist diese Verstellung. Erstmal das Profil hier ist kleiner, es ist schmaler. Was aber ein krasser Unterschied ist, diese Verstelleinrichtung. Ne? Du hast jetzt hier, kannst du das ja hoch und runter drehen. Bei der Felder auch, aber bei der Felder hast du schöne Knöpfe, Knaufe, die so ergonomisch sind. Hier hast du wirklich so keine Handschmeichler, tut schon fast weh. Ja, diese Funktion ist da, aber es fühlt sich einfach nicht geil an. Dann ist die Schutzbrücke, ist einteilig, die kannst du nicht abknicken, das kannst du bei der Felder. Was mir auch direkt auffiel, waren auch von der Verfahreinrichtung die Rollen hinten. Ja. Die sind relativ pragmatisch montiert. Bei der Felder hast du da extra nochmal Abdeckung. Dann schauen hier so Gewindebolzen raus oder Schrauben wahrscheinlich einfach. Und da habe ich mich erst gefragt, was soll das? Ist das irgendwie noch Transportsicherung wie eine Waschmaschine, die geliefert kriegst, wo du auch noch so Schrauben rausdrehen musst? Das ist tatsächlich so, dass du hier mit einem Hubwagen reinfahren kannst und das Ding dann in deiner Werkstatt verfahren kannst, was nicht blöd ist. Ja. Aber es wird nicht eine pragmatische Lösung. Die hat mir auch aufgefallen, die Rollen sitzen halt seitlich an der Maschine. So hat man natürlich auch mal noch die Gefahr, sich zu verletzen, weil auch der Bolzen halt sehr, sehr weit raussteht. Aber in der Werkstatt, ne? Ja. Trägst du ja am besten auch S3-Schuhe. Dann beim Umbau von Abricht auf dicken Hobel klappst du ja den Tisch nach oben und da geht es dann im Prinzip weiter. Ja. Denn hier siehst du diese Arretierung und an diesen Hebeln musst du das Ganze dann auch hochklappen. Ja. Oder du packst es hier an, das wird ja auch gehen. Bei der Felder hast du die Arretierung und dann hast du extra noch Griffe und kannst es hochmachen. Das ist eigentlich schön. Hier kann es nochmal sein, dass die Griffe ein bisschen komisch stehen oder ja, die sind ein bisschen lose. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Auf keinen Fall. Nein. Und man muss ja sehen, von wo kommt man? Wir haben euch letztens noch den Güde gezeigt und zum Beispiel dort die Höheneinstellung von dem dicken Hobel. Und da habe ich noch im Nachhinein gedacht, wie schlecht eigentlich dieses Rad ist, weil das ist so spillerig, das ist so, das flext halt so. Ja. Und dann habe ich mir mal zum Beispiel die Holzmann hier angeguckt, was ja auch eine relativ Low-Budget-Formatkreissäge ist. Aber da ist dieses Rad zumindest auch aus Metall. Hier sind wir leider auch mit Kunststoff unterwegs bei der Höhenverstellung. Aber es gibt zum Beispiel hier noch ein Handrad, was dann auch eine Skala hat für die Höheneinstellung, was ich sehr gut finde. Ist auch gar nicht, glaube ich, so teuer. Und was du hier beim Hammer auch bekommen kannst, ist eine Langloch-Bohreinrichtung. Ne? Bohrsupport, genau. Ja, man sieht das hier vorne, hat man schon hier so eine Aussparung. Ja, da kannst du dann ordentlich mit einem langen Bohrer arbeiten. Aber schreibt ihr mal unter das Video, wenn ihr jetzt mit so einem liebäugelt, ob so eine Langloch-Bohreinrichtung für euch ein Argument ist, ob ihr das brauchen könnt, wozu. Die Option, die du hier bei der Hammer nicht bekommst, ist die elektrische Höhenverstellung. Das haben wir bei der Felder. Das ist dort eine Option, ist aber auch mega. Und du hast ja auch keinen Hauptschalter. Bei der Felder hast du einen Hauptschalter. Hier musst du Stecker reinmachen, dann ist das Ding quasi on fire. Eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist, gerade wenn du halt anfängst, die Maschine umzurüsten, also von Abrichter auf Dicke, hast du das bei der Felder so, dass du halt wirklich starke Federn hast, die dabei helfen, dir die Last hochzudrücken. Das ist auch so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, denn bei der Felder hast du wirklich diesen Mechanismus, wie so, fast so ein Haubenlift beim Auto. Ja, genau. Und hier hast du quasi so ein kleines Blech, was die Sicherung ist, dass der Tisch nicht runterklappt. Und wenn ihr euch mal dieses Blech anguckt, dann ist es im Prinzip auch wieder eine sehr pragmatische Lösung. Ja. Du hast wirklich so ein Blech, so einen Winkel, da ist eine Schraube mit einer Hutmutter. Genau, das war schon. Und das war's. Im ersten Moment habe ich gedacht, ist das Serie? Ist das improvisiert? Aber tatsächlich ist es wirklich sehr pragmatisch und läuft auch. Und auch der Hammerhobel ist made in Austria. Das ist auch Handarbeit, ne? Also die werden auch alle halt von Hand und halt auf Bestellung halt SQS gebaut. Also die Maschinen wurden ja auch alle direkt für uns auch gebaut und wir sind halt Erstbesitzer von denen. Du kannst zum Beispiel mit dem Hobel auch solche Stäbe hier quasi aushobeln. Ne? Mhm. Das ist jetzt 8 mm ohne Probleme. Das ist jetzt hier Buche. Aber minimal kannst du sogar hier auf 4 mm runtergehen. Genau, das ist halt ganz interessant halt für die Leute, also für die Tischlereien, die halt auch mal Anleimer machen müssen etc. Ist das halt immer eine schöne Sache. Und Breite ist Abrichte? Abrichte ist ja 441 und Dicke ist 404 mm. Sind die 40 cm für dich eigentlich, würdest du sagen, braucht man oder
reicht 30. Ich finde es halt auch schon gut, dass man halt oben so viel breiter beim Abrichten tatsächlich. Das finde ich sogar auch schon wichtig. Weil beim Auszug und nachher beim Zusammenleimen, da kann man sich auch mal helfen, okay, vielleicht mache ich einfach nur 10er oder 15er Riegel. Ich würde schon sagen, lieber größer. Ja, haben ist besser als brauchen, von daher sind wir uns wieder einig. Maximale Höhe beim Auszugen kannst du 225 mm machen. Was man auch nochmal sehen kann, Oberflächengüte hier des Tisches. Wenn du quasi von China her kommst, bist du hier im siebten Himmel. Ja. Wenn du aber jetzt mit Felder vergleichst, siehst du, dass da von der Oberflächengüte, von der Bearbeitung auch noch mal ein bisschen was draufgelegt ist. Wir haben auch beim Felder noch mal die optionale Verlängerung für den dicken Hobel. Haben wir hier nicht. Was auch ein Unterschied ist, ist halt die Höhlenverstellung von der Abrichte. Du kannst natürlich auch maximal 4 mm abnehmen. Und hier hast du einfach diesen Verstellhebel, den drückst du aber runter. Dann hast du hier nachher an der Seite einen Aufkleber, was halt so eine Skala ist. Genau, ne? Ja. Und das hast du bei der Felder, hast du so ein schönes Handrad. Fügeanschlag? Genau, Fügeanschlag kannst du halt auch verstellen. Bis zu 45 Grad. Ja, du kannst den Fügeanschlag natürlich auch hier in der Breite verstellen, logisch, musst du ja. Aber beim Felder siehst du dann auch wiederum, hinsichtlich auch Staubaufsaugung wahrscheinlich, dass du hier noch so Bürsten hast, die das Ganze abdichten. Also das ist nicht irgendwie wackelig oder spillerig, das passt schon. Ne? Du kannst damit wirklich arbeiten, schön arbeiten. Vorschubgeschwindigkeit in der dicken Hobeleinheit hier bei 6 Meter pro Minute. Beim Felder wiederum können wir das einstellen auf 6 oder 12 Meter. Ne? Ja, 12 Meter die Minute ist natürlich ordentlich, aber da zeigt sich natürlich auch wiederum, du kannst da ja auch bis 7 kW hochgehen. Je nachdem, was du dann hobelst, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Wir hatten bisher irgendwo nicht den Eindruck, dass das Ding da großartig in die Knie geht. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon einiges an Eiche jetzt durchgehobelt. Aber durchgehobelt ist das Stichwort. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Praxisteil. Wir fangen jetzt an mit dem Praxistest. Wir richten halt erst die breite Seite ab. Dann gehen wir hin auf die schmale Kante, fügen. Und dann werden wir erst die Breite aushobeln, danach die Dicke aushobeln. Und dann schauen wir mal, wie die Performance bei dem dicken Hobel so ist, mit der dicken Eiche hier. Bauen wir eben die Maschine um, beziehungsweise die Schutzbrücke, sodass wir jetzt auch die schmale Seite fügen können. Und auch vorher nochmal in Wirklichkeit überprüfen, ob von dem Fügeanschlag, ob der im richtigen Winkel ist. Wir haben jetzt abgerichtet und jetzt bauen wir um von Abrichter auf Dicke. Dann jetzt hier zweimal die Klemmhebel, die einfach lösen, dann den ganzen Werkstisch hochklappen. Dann haben wir jetzt hier schön die Messerwelle freiliegen. Einfach die Klappe umklappen. So, und dann sieht man, hier ist ein Sicherungsschalter. Jetzt ist er wieder betätigt und jetzt können wir loslegen und aushobeln. Das Endergebnis ist halt gewohnt gut und es macht halt mega Spaß, einfach damit zu hobeln, gerade mit der Helixwelle. Du hast keine Hobelschäge, nix. Endergebnis ist natürlich auch grandios, ist alles im Winkel. So macht dann das Weiterarbeiten mit dem Holz natürlich noch viel, viel mehr Spaß, weil halt die Grundbasis schon sehr, sehr gut gegeben ist. Man hat da zwei Einzugsrollen bzw. Transportrollen, eine grobe und eine feine. Und die grobe sitzt halt immer vor der Messerwelle hier und die feine dahinter. Und das führt natürlich auch noch mit dazu, dass man halt auch immer noch eine feine Oberfläche hat, weil klar, wir haben ja diese Helixwelle, die halt ein schönes Hobelergebnis macht. Und das wäre dann halt fatal, wenn man hinter der Helixwelle noch eine grobe Transportrolle setzt, die halt nochmal die Oberfläche beschädigt, beziehungsweise da noch mehr Nacharbeit erfordert. Jetzt habt ihr gesehen, wie der Hammer A341 bei uns hier ein bisschen performt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät, aber du weißt ja, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Und das muss man wirklich relativieren, weil das Gerät ist wirklich super, macht mega Spaß für das Geld, was er kostet. Wie gesagt, so ab 2,5 seid ihr in dieser Liga dabei mit dem 31er ohne die Spiralmesserwelle. Du kannst natürlich auch sagen, du rüstest das Ganze mal auf. Ne? Wenn du erstmal klein anfängst, kannst du ja mal sagen, okay, irgendwann kommt die Spiralmesserwelle mal dazu. Aber du willst nicht mehr runtergehen von der Qualität und das Ding ist wertstabil. Von daher wäre das meine Empfehlung, ja, wenn du ordentlich einsteigen willst in den Bereich. Ich finde es auch wirklich praktisch mit der Verfahreinrichtung. Ja. Gerade wenn du mal nicht so krass viel Platz hast. Wir sind natürlich in der Werkstatt hier auch ein bisschen beschränkt, weil hier so viel Zeug auch steht. Bläser, was ist dein Fazit? Also für mich wäre das echt ein Traum.
sag ich dir ganz ehrlich. Also für mich wäre es halt auch immer mal so, wenn man irgendwann mal ein eigenes Häuschen hat, also so ein Schuppen oder eine gute Werkstatt, wo sowas drinsteht, das wäre schon echt Endstufe. Da wäre das halt echt schon, wo man sagt, okay, das wäre das Nonplusultra, das wäre das für mich. Beim letzten Video habe ich Kommentare gelesen, wo Leute geschrieben haben, sie hatten den Hammer, sind aber gewerblich unterwegs, sind dann auch Felder gegangen. Ja. Und dann wiederum gab es Leute, die sagten, naja, ich bin im ambitionierten Heimwerkerbereich unterwegs, da ist mir Felder einfach zu teuer. Sowas wäre aber in meiner Preisklasse. Wie dem auch sei, schreibt mal eure Meinung und eure Einschätzung zu dem Hammer A341 und das Video. Und damit ihr die nächste Sendung natürlich nicht verpasst, wie immer, Abo dalassen, falls noch nicht geschehen, und das Glöckchen drücken. Ich habe letztens übrigens jemanden wieder gelesen, der sagte, er guckt seit 2 Jahren und jetzt hat er mal ein Abo dagelassen. Ach, nett. Ja, also soll es geben, ne? Wie gesagt, aber ihr müsst das Glöckchen drücken, dann seht ihr auch die nächste Folge und die sind immer bekanntermaßen am Sonntag und am Mittwoch um 18.30 Uhr. In diesem Sinne, bleibt mir gesund, auch in diesen schweren Zeiten. Wir sind für euch da und wir sehen uns. Tschüss und bis dann. In diesem Sinne, willkommen bei den... Das ist richtig Kraut und Rüben, was das ist. Ne? Und ich habe gestern schon gesagt, ne? Das ist jetzt ein Provision. Ich schwöre dir, das steht da 8 Monate. Nie im Leben. Nie im Leben. Dann rollen ihr Köpfe. Nicht drauf, auf den Kamera. Das erfüllt mich mit Stolz. Ja, wirklich. Deshalb würde ich auch sagen... ist das mein Hobel und du kriegst dein? Oh, 36 Stunden wieder.